Bereits seit über 30 Jahren liegt hier in Neustift im Mühlkreis alles in seiner Hand. Beim Fest des Jahres bleibt Organisator Hermann Wallner kaum eine ruhige Minute. Für uns nimmt er sich im Vorfeld aber Zeit und zeigt uns, woran vor dem viertägigen Festmarathon denn alles zu denken ist. Der Sportplatzbereich, da ist das Zelt niedergeschwart mit Betonklotz, weil da der Boden sehr wach ist und die Flick, die da drin sind, eigentlich nicht greifen. Jetzt muss da der Betonklotz draufgestellt werden, dass wenn der Wind kommt, dass es nicht hält. Die Hochschnitzel ist da, wenn es erringert wird, dass nicht gleich so ein Quack ist, dass nicht gleich jeder im Trick steht. Weil die Hochschnitzel dämpfen die so dann das Wasser, sickert unter sie rein und durch das sind sie dann im Drucken. Die Vorbereitungen sind sehr aufwendig, aber wir haben ein Team von 20 Leuten. Wir haben jedes Monat eine Sitzung, ein Jahr durch. Ich habe heute Nachtdienst, mein Kollege hat morgen Nachtdienst und ich wieder den Sonntag so, dass man einmal einen freien Abend hat. Aber da geht man dann gerne ins Bett. Da bleibt man nicht sitzen. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm, bevor es in beiden Festzeltern zur Sache geht. Da gibt es ein Festbier. Schauen wir, ob sie schon eins da haben. Joachim, gibst du uns da mal ein Festbier? Das gibt's in der Bar, nur in der Bar. Da gibt es ein Radler und ein Bier. Das lassen wir eigens abfüllen. In Deutschland. Dann Prost aufs Fest, gell? So, da kommen wir jetzt ins Hauptzelt. Da haben 1700 Leute Platz. Ein Highlight des Festels am langen Pfingstwochenende, die Ursprungburm. Mit ihnen holte Hermann Wallner echte Szenestars ins Mühlviertel. Der Ursprung ist eigentlich die echte Zillertaler Volksmusik, die dazu mal vorwiegend mit der Geige praktiziert worden ist. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir von unserem Großvater noch haben können alles lernen und übernehmen. Ich glaube, man muss einfach das, was man macht, gern tun. Das ist eigentlich genauso wie bei jedem anderen Beruf auch. Ein bisschen fleißig sein und oft dann, ja, das Glück ist mit dem Tüchtigen, sagt man. Am Sonntag dann sogar ein echter Weltrekordversuch für hungrige Mägen. Wir haben ein Nidus davon mit 6x2 Meter. Und die haben eigentlich schon jetzt bei ein paar Weltrekordversuche gehabt. Und heuer haben wir uns einfallen lassen, ein Flickerlspeis. Und da machen wir in einer Pfanne 1500 Portionen. Weltrekord geknackt, da liegt die Latte fürs Fest des Jahres 2014 ja besonders hoch.